das Uhrmacherhandwerk in Berlin. Es ist ja schon ausgestorben und wir sind dabei, das wieder lebendig zu machen. Viele Leute motivieren einen nicht, sondern sagen so, ja, ist doch nicht so realistisch, so, wer bist du denn, dass du eine Uhr verkaufst, die teurer ist als ein Rolex? Er ist Philippe Pikulik und das ist seine Manufaktur in Charlottenburg. Jede Kreation des 29-jährigen Uhrmachers, die hier entsteht, enthält handgefertigte Einzelteile. Bis zu 65.000 Euro kosten die Modelle. Pikuliks Leidenschaft für die Uhrmacherei entstammt einer Faszination für Astronomie, Physik und Mathematik. Inspiriert durch seinen Vater, einen Handwerker, fand er schon früh Gefallen an filigraner Handarbeit und der komplexen Mechanik von Uhren. Und dann habe ich irgendwann im Fernsehen auch eine Dokumentation über den Uhrmacher gesehen. Das fand ich so faszinierend, dass ich da unbedingt mehr wissen wollte. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es halt eben diesen Beruf Uhrmacher gibt. Und der hat mich dann, seit ich 13 bin, sehr gefesselt. Der Deutsch-Brasilianer wächst im Wedding auf. Dort, wo andere leicht auf Abwege geraten können, hält ihn seine Faszination für Feinarbeit auf Kurs. Ich bin definitiv in einem Umkreis aufgewachsen, wo es eigentlich fast nur Kriminelle gab. Und viele davon sind nochmal auf den geraden Weg gekommen. Einige sind aber auch schon tot und im Gefängnis. Um das Handwerk zu lernen, muss Philippe nach Sachsen ziehen. In Berlin gibt es keine Ausbildungsplätze, doch auch dort stößt er auf Hindernisse. Also ich hatte einen Hauptschulabschluss und das war, denke ich mal, der Hauptgrund, warum es nicht ging. Weil sie am liebsten Abitur wollen oder sogar noch etwas technisch Bezogenes studiert. Die haben mich dann auch nur reingelassen, weil ich genervt habe eigentlich. Also haben mich eingeladen und gesagt, okay, gut, du kannst dich vorstellen. Und dann hat es auch funktioniert, ja. Nach der Ausbildung war er seinem Traum, zumindest auf dem Papier, ein Stück näher. Einen Job als Uhrmacher findet er in Berlin jedoch nicht. Ich habe erstmal Möbel geschleppt. Ich bin in ein Umzugsunternehmen gegangen, damit ich Geld verdienen kann. Und habe jeden Cent, den ich verdient habe, den ich investieren konnte, habe ich in Werkzeug gesteckt, damit ich mir zu Hause meine Werkstatt aufbaue. Nach den ganzen Jahren konnte ich dann einen Uhren bauen, auch gleichzeitig, während ich die Umzüge gemacht habe, tagsüber. Sein Durchbruch dann durch Social Media, wo er die Aufmerksamkeit internationaler Sammler auf sich zieht. Die haben mich repostet, die haben mich in ihre Stories gepackt. Das war dann auf einmal, das war wie ein Lauffeuer. Die Nachfrage hat sich seither vervielfacht. Pikulik beschäftigt mittlerweile 13 Uhrmacher. Die Zeitanzeiger lassen sich Kunden fünfstellige Beträge kosten. Philippes Zeit ist gekommen. Das wird auch in den renommiertesten Kreisen der Branche anerkannt. Pikulik wurde unter anderem für den Oscar der Uhrenbranche, den Grand Prix d'Horlogerie, nominiert. Wir haben den Preis nicht gewonnen, aber wir haben gegen die größten Marken der Welt konkurriert. Und das ist schon mal als sozusagen niemand aus Berlin, ist schon stark auf jeden Fall. Ich bin da sehr froh drüber. Trotz seiner Erfolge sorgt sich Pikulik um die Zukunft des Handwerks. In Berlin gibt es aktuell nur einen einzigen Auszubildenden, auch weil die letzte Berufsschule für Uhrmacher Mitte der 1950er Jahre geschlossen wurde. Pikulik will das ändern. Zurzeit sind wir im Gespräch mit der Uhrmacherinnung Berlin und der Handwerkskammer. Wir sind am Organisieren, die Uhrmacherschule wieder zu aktivieren. Er hofft, spätestens im übernächsten Jahr die ersten Schülerinnen und Schüler aufnehmen zu können.